Wir gehen jetzt rein in dieses Spiel. In dieses Traditionsduell. Schalke gegen Bayern. Es geht um viel. Keiner will das Ding hier verlieren. Das wird hochinteressant. Nastasic. Ballverlust. Pavard. Die Gastgeber wollen uns heute echten Konterfußball bieten. Und das haben sie drauf, das können sie. Das ist ihr Stil und sie haben damit immer wieder Erfolg. Das ist sein Spiel, immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn, aber hier war es abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Der hat eine unglaubliche Ballbehandlung, macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Thomas Müller. Wird da was draus? So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Knappes Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt liegen die Bayern vorne. Tor für Bayern München. Die Nummer 18, Leon Goretzka. Ozan Kabak. Nastasic. Und Ballverlust. Könnte jetzt was werden. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Volley von Roman Lewandowski. Drin ist der Ball. Das war wieder mal eine überragende Szene von ihm. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann diese wunderbare Aktion, dieser tolle Abschluss von Robert Lewandowski, der da aus der Halbdistanz keine Probleme hat. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 9, Robert Lewandowski. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Suat Serda. Amin Harit. Amin Harit. Gut gemacht, gutes Tackling. Kimmich. Einwurf jetzt. Jetzt Boateng. Da haben wir Hernandez. Thomas Müller. Pavard. Gnabry. Ballbesitz Müller. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Schalke jetzt über außen. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Suat Serda. Da verlieren sie den Ball. Pavard. Klasse Aktion, Ball ist weg. Lukas. Gefährlich. Der Ball zu Müller.
Problemlos hat er hier den Ball. Es geht auf die andere Seite. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Lewandowski. Vorteil für den FC Bayern. Kommt jetzt die Flanke rein? So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gut. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Sead Kolasinac fängt diesen Ball ab. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Gnabry. Pavard. Da ist Kimmich. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Er hat sein Tor gemacht, sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. Die Bayern liegen hier vorne, war ein guter erster Durchgang für die Münchner. Frage wird sein, ob sie jetzt auch so weitermachen können. Kimmich. Coman ist das jetzt. Lukas. Goretzka. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Pavard. Müller. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Omar Mascarell. Und das ist der Ballverlust. Guter Pass jetzt. Ja, sie können erstmal klären. Kimmich. Serge Gnabry. Ganz stark abgeblockt. Ah, klasse geklärt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Kimmich. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Klasse Pass jetzt. Amin Harits. Jetzt schießt er. Jerome Boateng macht dazu. Vorne der Ballgewinn. Er versucht. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler und dann fällt eben dieses Tor. Und man sieht wieder einmal, wie extrem effektiv dieses Vorchecking sein kann. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste.
spielt rüber zur anderen Seite. Kimmich. Coman. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ballverlust. Klasse Pass von Gnabry. Latte und Tor. Der passt ganz genau. Glückliches Tor, kann ich nicht anders sagen. Von der Latte springt der Ball hinter die Linie und der Torhüter ist zu Recht sauer. Hier nochmal dieser Treffer. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Die Nummer 25. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gnabry. Ballbesitz Lewandowski. Lukas. Kimmich. Heute klappt das Passspiel bei Ihnen richtig gut. Ja, das ist Ballsicherheit. Einfach Ballsicherheit. Erstmal geklärt. Jetzt die Bayern im Angriff. Robert Lewandowski. Pass wieder zu Goretzka. Der Ball geht an die Latte. Souverän gemacht und das war gar nicht so einfach. Kein Tor, der Ball landet am Gestänge. Ah, da wollten sie es zugenau machen. Das sieht vielversprechend aus. Hereingabe jetzt. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Alaba jetzt am Ball. Coman ist das jetzt. Nun Lewandowski. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kosten einer gelben Karte. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, es gibt Gelb für Schalke. Richtige Entscheidung, Wolf. Und ja, noch so ein Ding, dann war es das für ihn. Genau diese Situation liebt David Alaba natürlich. Und was macht er jetzt aus dieser Chance? Guter Versuch. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen.